Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute ein trauriger Blog, aber eigentlich auch am Ende ein positiver Blog, weil wir sehen, inwieweit wir Koi mit einfachsten Mitteln helfen können, wenn sie mal ganz schwere Verletzungen haben. Und ich habe am 29.09. diesen Jahres eine WhatsApp von Robert erhalten. Sie erinnern sich vielleicht an Robert. Einen riesen Außenteich mit allen möglichen, also ich weiß jetzt nicht mehr was, 300 Kubik, 200, 400 Kubik, einfach unfassbar groß. Er hat riesen Bürstenfilter drumherum gebaut. Erinnern Sie sich jetzt nicht? Und wenn Sie sich erinnern, dann passen Sie gut auf. Aber Sie erinnern sich, wenn ich Ihnen sage, dass Robert hat auch noch eine eigene Forellenzucht auf dem Grundstück. Und hinten, welche Tiere hat er gezüchtet? Jetzt fällt mir, das ist so eine Rattenart, so eine Bisamrattenart, die Nutria. Luca ist unser Hobbybiologe hier. Er hat auch noch Nutria gezüchtet und hat in seinem Innengehege von den Nutria, aber er hatte heute keine mehr. Da hat er auch noch eine Innenhälterung gehabt. So, und er lebt ziemlich ländlich. Und irgendwann, nicht irgendwann, am 29.10. hat mich eine WhatsApp erreicht mit diesem Bild und sagt, sein Liebling, sein schönster Karashi-Goi wurde von einem Fischotter angefallen. Ja, das erinnert mich an einen Kunde von Konishi, den ich vor vielen Jahren, da gab es aber Modern Koi schon, in Amerika kennengelernt hatte und in Japan kennengelernt hatte. Der kam aus der Nähe von Mississippi und während er 3 Wochen im Krankenhaus war, hat ihm ein Riesenfischotter oder mehrere im Prinzip der gesamte Teich leer gefressen. Das muss auch wirklich nicht sein. Als ich das Bild dann gesehen habe, ich habe es im Büro rumgezeigt, da ist mir dann wirklich schon kotzeübel geworden, wenn man sieht, wie er da oben mit seinen Krallen über den Kopf ist und hier im Gesicht hat er ihn wohl gebissen. Ich habe da mehrere Bilder und da sieht man auch hier, wie da wirklich die Fetzen weghängen. Das ist also wirklich so richtig ekelig. Und dann hat mich Robert gefragt, sagt er, was soll ich machen? Ich muss den einschläfern, oder? Habe ich da noch eine Chance oder was muss ich tun? Medizin, Medikamente, Erste Hilfe, Tierarzt, irgendwas. Sage ich, da würde in dem Fall würde kein Tierarzt, da würde niemand helfen können. Das ist einfach eine brutale Verletzung. Was du tun kannst, du hast deine Innenhälterung, setz ihn auf 7, 28 Grad und 0,6 Salz. Ja, halt die Temperatur und dann warten wir mal, was passiert. So, dann hat er ihn umgesetzt, der Koi hat auch erstmal nicht gefressen. Das ist ein ganz normales Zeichen und wenn man sieht, dass ein Koi nicht frisst, zeigt es immer, dass das Stresslevel am oberen Anschlag ist. Also ein Koi, der krank ist, ein Koi, der verletzt ist, der noch frisst, muss man sich weit weniger Gedanken machen, als wenn er mal das Fressen aufgehört hat. Und die Koi dann manchmal wieder ans Fressen zu bekommen, das ist dann nochmal eine andere Abteilung. So, sondern 10 Tage später, am 8.10. hat mir Robert dann eine Nachricht geschickt, dass der Koi jetzt so aussieht und wir sehen, der Kopf, man sieht noch ein ganz leichtes Narbengewebe, dass also nicht zu einer Entzündung gekommen ist. Das ist vor allem auch der hohen Temperatur und dem Salzgehalt geschuldet. Damit aktivieren wir bei Koi, um es mal ganz blöde und einfach auszudrücken, damit aktivieren wir Selbstheilungskräfte. Ja? Ich kenne keine Medizin, die bei Koi eine derart schnelle, nachhaltige und starke Wirkung hat. Kein besseres Therapeutikum wie Temperatur und Salzen. Ich kann jedem wirklich sagen, dass Koi-Hobby mit Begeisterung, Hingabe und vor allem mit viel Fürsorge betreiben will, dübeln Sie sich irgendwo eine Innenhälterung hin. Die muss nicht dauerhaft laufen, aber in solchen Fällen, das muss nicht immer der Fischotter sein, es gibt genügend Fälle, wo Koi, auch wenn sie konditionell angeschlagen sind, Salz und Temperatur, und ich habe mittlerweile so viele Kunden, die das praktizieren, das ist sensationell. Also er hat dann gesagt, hier unten, das ist irgendwie, guckt der Kiefer raus und irgendwas, und muss er da irgendwelche Knochen abschneiden oder soll er ihn einschläfen, weil er frisst noch nicht. Ja, und dann habe ich gesagt, Robert, es gibt noch keinen Grund zur Panik. Wir haben 2 Wochen und wenn ein Koi 2 Wochen nicht frisst, ist das kein Thema. Der kann auch 4, 8, 12 Wochen kein Gramm fressen, wenn der sich komplett auf sein Immunsystem, auf seine Genesung konzentriert, dann nimmt er nichts an. Ja? Die Koi fangen erst wieder das Fressen an, wenn sie merken, es geht bergauf, es geht ihnen gut. Es sind jetzt keine wissenschaftlichen Arbeiten, die ich da zitiere, sondern es ist einfach aus meiner Erfahrung heraus. So, und dann habe ich gesagt, mach einfach gar nichts. Versuch ihn, biete ihm immer mal wieder alle paar Tage was zu fressen an. Wenn es ihm besser geht, wird er fressen.
Und ansonsten wird es wieder relativ gut verheilen. Und ich würde jetzt auch nicht anfangen, rumzumanipulieren, irgendwelche Knochen oder sonstiges Zeug wegschneiden. Ich würde dem Koi einfach die Zeit geben, mit sich selber klarzukommen. Und jetzt muss ich nur ganz kurz schauen. Wann das letzte Datum war und um was es da ging. So, da haben wir den guten Robert. Genau. Soll ich ihn abknipsen? Ah ja, genau. Und dann war die Frage am 8.10., wie lange er noch warten soll, bis er wieder frisst. Ja, Robert war verzweifelt, dann habe ich gesagt, und da sieht man nochmal das Bild, dann habe ich gesagt, nee, alles gut, einfach abwarten. Und dann haben wir den 10. November, ja, also 4 Wochen später. Und da hat Robert geschrieben, dass er bereits seit 3 Wochen wieder frisst. Ja. Und wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir sprechen hier jetzt von roundabout 6 Wochen, die zwischen dem Drama, zwischen dem Unfall und dieser Genesung liegen. Und es wurde nichts anderes gemacht, außer Salz und Temperatur. Es wird hier im vorderen Bereich, wird es mit Sicherheit, da wird was zurückbleiben. Also da fehlen wichtige Informationen für die Wundheilung, für die völlige Ausgenesung, dass man es nicht mehr sieht. Wir wissen ja, man kann, wenn sich ein Koi hier am Kopf irgendwie ein Stück Haut rausschlägt oder sonst irgendwas, das sieht man in der Regel nach ein paar Wochen nicht mehr. Aber wenn es um relativ komplizierte Teile wie ein Maulapparat geht, das wird nicht wieder so. Aber der Koi frisst. Das heißt auch, trotz der schlimmen Verletzung, er kann wieder fressen. Und wir dürfen jetzt nicht vergessen, und das ist eigentlich, warum ich sage, klar, Robert hat jetzt einen Elektrozaun um seinen Teich gemacht, dass der Fisch oder nimmer kommt. Und ich habe jetzt auch nichts mehr gehört. Und normalerweise ist es so, wenn die Feinde, die Fressfeinde der Koi, dann mal wissen, dass da lecker Fisch gibt, dann würden die wieder und wieder und wieder kommen. Aber Robert hat gleich reagiert und es ist dann nichts mehr passiert. Es ist perfekt ausgeheilt, der Koi hat gefressen. Wir haben keine Medizin gebraucht, wir haben nichts gebraucht, außer nur Salz und Temperatur. Und wir haben 3 Wochen gebraucht, wo der Koi nicht gefressen hat. Auch für Sie wichtig, Information, wenn Sie mal einen Koi in eine Innenhälterung tun, dass Sie nicht gleich nach ein paar Tagen panisch werden. Die Koi gehen dann wirklich in den kompletten Reservemodus. Ja? Die wissen, dass das, was sie an Energie eingespeichert haben, was sie gespeichert haben, dass sie davon relativ lange leben können. Und dann fangen die nicht an mit Verdauen, mit Fressen, mit Machen und Tun, sondern ich weiß jetzt nicht, wie der Koi sich verhalten hat. Häufig legen die sich einfach unten hin und warten einfach, bis es besser wird. Und das machen wir, wenn wir krank sind. Wir rennen auch nicht draußen rum. Wir legen uns auch ins Bett und warten, bis es besser wird. Und in vielen Fällen würden wir vielleicht, wenn wir uns einfach schonen, uns Ruhe geben, die Umweltbedingungen passen und nicht noch Stress ist ohne Ende, würden wir vielleicht auch sehr viel häufiger ganz ohne Zutun von Medizin weiterkommen. Erinnern wir uns an Corona, ich zitiere es nur ungern, aber ich habe zum Beispiel gar nichts gemacht. Ich habe nichts genommen, gar nichts. Ich habe einfach gewartet, nach 7 Tagen war der Spuck vorbei. Luca nickt gerade, ich weiß, er hat auch schon mal Infektion gehabt. Hast du Medikamente genommen? Er schüttelt auch den Kopf. Und genauso macht es so ein Koi auch. Man muss aufpassen, klar, wenn man sich jetzt einen pathogenen Keim einfängt, beim Händler seines Nichtvertrauens, dann kann es natürlich schon sein, dass Salz und Temperatur auch nichts mehr hilft. Aber auch da habe ich beobachtet, auch in so sehr schwerwiegenden Fällen, wo man mit pathogenen Keimen zu tun hat, ist es so, dass es in einer hohen Temperatur, in einem Optimum für den Koi, häufig sehr viel langsamer verläuft. Und wenn man es im Optimum hält, dass dann auch die Heilung irgendwann einsetzt. Und interessanterweise, ich war letztens mit Makoto Akimoto beim Süßwasserfischhändler, der hat Barramundi, Albino, so groß und Tiere gehabt, Albino, Knochen, nee, Alligatorhechte, Albino, Alligatorhechte, 10 Stück in der Größe, die kosten in Japan 30.000 Euro, war mega beeindruckend. Und er hatte einfach, aus sehr vielen Ursprüngen hat er ganz viele Fische da gehabt. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ja, und krankheitstechnisch hast du da auch ab und zu mal ein Thema? Dann sagt er, nee, und wenn es irgendwie ein Anflug ist, hebt er einfach die Temperatur um 2-3 Grad an. Ja, also ist wohl, ich bin jetzt kein Süßwasserfischexperte außerhalb des Koi, also was Krankheiten und so angeht, habe ich 0 Erfahrung. Aber auch da hört man, dass die Temperatur ist im Prinzip das, was den Fischen und hier ganz im Speziellen den Koi unglaublich hilft. Also er wird jetzt im Frühjahr, das wird alles noch ein bisschen, kann man das noch größer machen? Kann man. Jetzt ist es halt nicht mehr scharf.
Das hier wird alles noch ein bisschen mehr zuheilen. Man sieht, es ist noch eine leichte, das ist jetzt keine Entzündung, das ist einfach eine Reizung, weil er wahrscheinlich auch an den Wänden und so immer mal wieder rumfrisst und da so die richtige Gewebschichten, Obergewebe fehlt und drum hat er da ein bisschen eine Reizung wahrscheinlich. Aber wir werden im Frühjahr nochmal ein Update machen. Aber man sieht, was ist möglich. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem, was dieser Fischotter ihm angetan hat. Machen wir wieder kleiner. So, wenn man sich das mal anschaut, was da abging, das ist schon der absolute Wahnsinn. Auch hinten Schuppenkleid ein bisschen verschrappt. So, aber von diesem Drama hat sich der Koi wunderbar erholt. Vielen Dank, Robert, dass ich deine Informationen, deine Daten habe verwenden dürfen. Viel Input für unsere Zuschauer, machen Sie es gut. Und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Ich weiß, heute ist der 24. Dezember. Nehmen Sie sich ein paar geruhsame Tage und bis die Tage. Dankeschön. Ciao.